Hab's auch gefunden. Die muss doch direkt hier unten irgendwo sein. Das sieht nicht gut aus. Langsam, 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 langsam. Ich bin schon, ja, ich gerade eine Wand runter. Nein, jetzt ist mir so ein Trümmer auf die Rübe gefallen. Noch lebe ich. Die ist doch schon uns, oder? Nee. Bin ja noch im Hang. Langsam, langsam, langsam. Ja, ich bin gleich unten. Yippie! Bin unten. Soll ich mal hier eine Spawnleuchte irgendwo hinlegen? Hep, 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 hep. Mach ich. Hier hinter. Hep. Geht immer noch verdammt steil bergab hier. Ich traue dem Braten nicht. Steht ein Geschütz. Bin auch drin. Kann nicht sein, kann nicht angehen. Nein. Jetzt sind oben die Anlage erobert. Ich brech ab. Jetzt kriegen wir das Ding nicht hin. Werd irre. So eine Scheiße. Das nützt ja nix. Ja, Lufteinheit, da will ich dagegen kämpfen. Nein, jetzt wird das fuckige Ding oben eingenommen. Das ist tatsächlich wahr. Ich stehe hier unten am Einnahmepunkt. Hier ist nichts zu machen. Haha. Das feindliche Sandra. Wir haben es schon gebrezelt. Ich geh mit, ich dreh das Ding um. Solid. Nee, das Sandra steht noch da. Nicht hoch auf die Drecksbühne. Ich krieg den scheiß Sandor nicht erledigt. Ich hol mir jetzt einen Panzer. Feindliches Kampfflugzeug im Einsatzgebiet.
Ein stinkender Sando, den kriegen wir nicht kaputt, ey. Lol. Lasst in Ruhe. Nehmen wir das Ding jetzt ein oder nicht? In 48 Sekunden ist er den. Ich fass es nicht. Sie sind in einem Sperrgebiet. Halt doch das Maul, wenn ich den dummen Schwätzer labern höre. Ich hab ne Idee. Dreh die Kanone um. Platoon-Ziel. Ja, ist immer noch da. Oh Gott. Danke, lebt der Panzer. Ja? Nicht. Ja, schon klar. Ich kann leider nicht auf den. Zack. Moos. Sichtkontakt zu feindlichem Flugzeug. Sichtkontakt zu feindlichem Flugzeug. Der schafft es. Er schafft das Ding in einem Anflug, schaffen das Ding zu zerbröseln. Das sind die bei Watchtower. Ja, auch jetzt mittlerweile. Ja, aber sich müsstest du hier hin wieder. Zack. Die Mitte aufhalten. Komplett alles weg. Aber ich würde auch sagen, wir sind hier langsam hier unten auf jeden Fall am Ende, weil dahin kommen wir absolut nicht. Können doch versuchen, da irgendwo hinzukommen. Wie bist du denn da so schnell hingekommen? War eh tot. Ja, aber ich komme trotzdem nicht dahin. Ich komme trotzdem nur unten bei Watchtower raus. Hm. Eine Frechheit. So weit habe ich nicht. Weil ich besser bin oder so? Ist klar, Norbert. Ich habe einen gewissen Bonus. Bonus. Ich sag da jetzt nichts so. Ein Bonus. 800 Meter, ich laufe keine 800 Meter. Jetzt kannst du knicken. Ja, auch nicht, ich komme in den Flieger. Ich auch. Ich habe mal kein Reparaturzeug dabei. Ja. Hol ich mir halt welches. Flieger, da wirst du lange überleben. Hep. Warum ist die Konsole fast kaputt? Was soll das? Hep. So. Da bin ich schon mal gespannt. Du doch, fliegst mit dem Riesending? Nee. Ja, wenn ich mich schon zu Tode fliege, ist nicht so schlimm, aber wenn ich noch andere Leute drin hab. Langsamer. Höher. So, gucken. Das sieht ja viel, viel besser aus und viel, viel, viel ruhiger.
Boah. Oh, ein bisschen Abstand. So. Haben wir da schon Thunderer stehen? Nein, aber wir haben eine Station nebenan direkt quasi. Du kannst quasi von der darüber. Von dem Biolab. Ist er da rüber hupfern. Oh, stimmt. Du und dein Bonus, ne? Was hast du jetzt davon? Das hättest du nicht sagen sollen. Da zank ich dich jetzt mit. Edge. Zank du mal. Da ist wer, ist wer, ist wer, ist wer, ist er noch da? Woher kam der Schuss? Ich sehe keine, gibt's doch nicht. Baum. Shit. Irgendwie habe ich den Baum übersehen. Scheiße. Da steht ein Sandra. Yeah, leichte Kampfeinheit. Ich muss endlich mal einen mit der Schrotflinte killen. Da habe ich den Bonus heute noch gar nicht für. Zack. So. Nummer 1. Wir standen freundlicherweise direkt am Sandra. 5 Sekunden. Das Ding wieder um. So, jetzt geht die nächste Fahrt rückwärts. Gehen wir nämlich wieder dahin. Edge. Wir haben die Einrichtung erobert. Zack, so, sieht ganz viel besser aus. Wo ist der Sandra? Ich komm mit. Yes, baby, genau. Tja. Und wer ist der Fahrer? Gurknecht, unglaublich. Wie macht er das? Ich laufe rum, ich will die andere Richtung. Kommt ein Harras um die Ecke. Ich guck, oh, noch Platz frei. Ich steig ein, Fahrer, Gurknecht. Hammer. Also, auf jeden Fall, ja, nein, nicht sehr nett und bei der Masse halt, ne? Mega Übersicht hast du. Sehr gut.